Dankeschön, Herr Scheuer. Wir haben jetzt zusammen mit Herrn Berg noch Zeit für ein knackiges Q&A. Dazu geht gleich meine erste Frage an Sie, Herr Scheuer. Wir haben die letzten Wochen viel geredet über die Diesel-Thematik. Beschäftigen wir uns zu sehr mit der Vergangenheit, zu wenig mit der Zukunft? Wie sehen Sie das? Naja, wir vermengen momentan Dinge, die auch einen unter Umständen schlechten Ausgang für die industriepolitischen Interessen Deutschlands haben könnten. Ich sag mal, Fehler und Manipulationen müssen abgestellt sein. Da ist viel passiert und da hat das Label Made in Germany Kratzer bekommen durch Fehlverhalten. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich um die Zukunft der Mobilität und die wird momentan in der öffentlichen Diskussion zu wenig abgebildet. Ich verstehe jede Sorge eines Dieselfahrers, ich verstehe jede Sorge eines Oberbürgermeisters, aber ich sage jetzt als Ausflug der ganzen Dieseldebatte, erstens, ich kann es nicht gesetzlich verankern, dass ich irgendwelche Autos zurücknehme und dann neue einfach schenke oder einfach umtausche. Ja, das geht halt einfach nicht. Und das Zweite ist, es ist jetzt die Diskussion so, dass wir über typgenehmigte, regelkonforme Fahrzeuge sprechen. Sie haben halt einfach eine alte Abgasnorm. Und mit den Themen beschäftigen wir uns in deutsch-masochistischer Art bis in die letzten Haarspitzen wollen wir darüber reden. Ja, wir brauchen da eine Lösung, vor allem für die Innenstädte, die ihre Luftreinhaltepläne auf dem Jahr 2011 und 2013 erarbeitet haben, wo unsere Maßnahmen zur sauberen Luft noch gar nicht drinnen sind. Also die ganze Umrüstung, Dieselbusse etc., das ist überhaupt noch nicht implementiert. Die digitalen Verkehrsmanagementsysteme sind in diesen Luftreinhalteplänen, die jetzt ein Urteil bekommen haben für Fahrverbote, überhaupt noch nicht integriert. Deswegen, wir reden nur über Reparatur und Vergangenheit. Und ich möchte über den großen Baustein reden, der in diesem Fonds saubere Luft drinnen ist, nämlich über die digitalen Verkehrsmanagementsysteme. Das wird die Zukunft sein, aber da gibt es eine Menge kommunikativer Arbeit zu leisten. Das wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Morgen habe ich beispielsweise bei der Regierungsbefragung angemeldet durch die Bundesregierung, muss ich im Plenum des Deutschen Bundestages den Unfallverhütungsbericht vorstellen. Nach meiner kurzen Einführung gehe ich in dieser halben Stunde sehr sicher, dass die Abgeordneten vor allem der Opposition nur über Diesel reden wollen. Ich sage Ihnen, wenn wir dieses Thema überstrapazieren und es hängen bei Bosch 50.000 Arbeitsplätze dran, dann werden wir die Auswirkungen auch spüren auf einer ganz anderen Weise. Und das wird aber denen, die wirklich Mobilität der Zukunft machen wollen, mit diesen deutschen Produkten nicht gut tun. Da dürfen wir keinen Boden verlieren. Wir beim Bitkom wollen ja die digitale Zukunft in der Mobilität gestalten. Herr Berg, wo sehen Sie da die größte Möglichkeit, mit digitalen Lösungen irgendwie die Diesel-Thematik auch mal irgendwie abzuhaken, vorwärts zu kommen Richtung Mobilität der Zukunft? Das Wort Diesel will ich jetzt gar nicht in den Mund nehmen. Ich glaube, ich bin recht positiv gerade aus Ihrem Gespräch rausgegangen. Morgen hatten wir die Gelegenheit, auch den Minister Wüstens hier zu hören. Wir haben Sie heute gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass in der Politik die Themen nicht nur verstanden, sondern auch umgesetzt werden. Es gibt eine ganze Reihe Themen. Sie haben 5G angesprochen, wo wir ja auch schon lange diskutieren, was Netze wichtig ist. Sie haben die nationale Plattform Mobilität angesprochen, wo mich auf einmal, ich bin ja auch Gott sei Dank, wo mich auf einmal auch die Automobilhersteller anrufen und sagen, können wir reden, diskutieren. Das hatte ich vorher noch nie, dass wir diese ganzen Themen hatten. Und ich möchte auch aufhören, immer mit dem Finger auf die Politik zu zeigen. Ihr müsst. Ich glaube, da gibt es auch viel in der Wirtschaft, in der Industrie, Dinge, die wir tun können, auch mit neuen Produkten, neuen Themen. Ich habe zum Beispiel zu diesem besagten Herrn gesagt, ich sage, ihr müsst mir mal erklären in der Automobilbranche, ihr entwickelt autonomes Fahren. Mercedes macht's, BMW macht's, Audi macht's. Wir wissen doch alle, in 10 Jahren gibt es kein autonomes Fahren von Mercedes oder von BMW oder von Audi. Warum macht ihr es denn nicht zusammen wie andere? Warum legt ihr eure Kräfte nicht zusammen, versucht die zu bündeln und versucht Technologien zu entwickeln, die uns helfen, gerade das Thema Mobilität in den Griff zu kriegen, gerade zu verhindern, dass jeder sein eigenes Auto nutzt, vielleicht noch stinkt. Das ist da genau der Punkt. Also wie kriegen wir neue, intelligente Themen hin? Und das sind so Sachen, da sind wir alle gefordert. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es wirklich angekommen ist mittlerweile. Ich habe das Gefühl, dass dieses Sense of Urgency da ist. Und das ist eine Sache, da lassen wir Gottes Willen dranbleiben. Lassen wir versuchen, dieses Thema weiterzutreiben. Gemeinsam ist man stark, wenn man diese Standards einmal von Deutschland treiben würde. Es war zum Beispiel beim Stecker fürs Elektroauto so. Ja. Da hat man sehr schnell auf deutscher Ebene einen Standard gefunden. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber eigentlich bräuchten wir in Deutschland
eine Smart City, wo wir das alles gemeinsam abbilden könnten, weil da es halt woanders andere politische Systeme gibt, die halt einfach eine politische Rahmenbedingung beschließen und vorschreiben, haben wir zu lange Prozesse. Und wenn du heute in China eine neue Stadt baust, dann sagt die politische Vertretung, jetzt wird es so gemacht. Ich will jetzt dieses System nicht für gut heißen, weiß Gott nicht, aber wir bräuchten dieses Miteinander, diese Solidarität, um das bei uns abbilden zu können, um das bei uns auch exportieren zu können. Die Gefahr, dass ich jetzt hijacke, aber wir hatten die Gelegenheit bei der Kanzlerin, die hatte einige aus der Industrie eingeladen, es ging um IoT und Industrie 4.0. Und dann sagte die Kanzlerin zu einem der anwesenden CEOs, Großunternehmen, habt ihr eine Plattform? Ja, haben wir. Ist die gut? Ja, ist super. Alles kann alles, ist offen, bla bla bla. Der stärkste Wettbewerber, hat der auch die Plattform? Der hat eine eigene. Warum hat der eine eigene? Ja, der meint, die wäre besser. Ist die denn besser? Nein, die ist nicht besser. Aber warum haben sie denn keine gemeinsame? Also von der Logik her, die Kanzlerin hat sofort verstanden, dass es viel wichtiger ist, dass man einen Standard baut und das hingeht. Und nicht jeder sagt, meine ist besser, deine ist besser. Das ist völlig egal. Man muss nur sich auf einen Standard einigen und den auch wirklich durchdrücken. Das ist sehr wichtig, auch im Mobilitätsbereich. Würden Sie denn eher sagen, es sind die politischen Rahmenbedingungen, die derzeit noch bremsen, oder sind es die deutschen Automobilhersteller, die noch nicht auf die Konzepte setzen der Zukunft? Achtung, Fangfrage. Ja. Ich sage es anders, die Neugier, und da kann man über die Tagespolitik immer kritisieren und sagen, der macht es nicht so gut und Koalition ist instabil und streitet etc. Dort, wo die Neugier über alle Häuser brutal hoch ist, ist beim Thema der Digitalisierung, aber auch damit inbegriffen künstliche Intelligenz, Mobilität und vieles mehr. Ich war bei Treffen dabei, die nicht jeden Tag in der Zeitung stehen, wo ich beeindruckt war, wo ich glaube 6 Ministerien anwesend waren, also 6 Bundesminister und der Rest Forscher und Industrievertreter. Da hat von politischer Seite, da wurde wenig geredet. Die Kanzlerin hat sehr viel zugehört. Wir haben zugehört. So, und diese Neugier brauchen wir, um die richtigen Rahmenbedingungen abzubilden in Rechtsrahmen, in Gesetze und vieles mehr. Ich will jetzt da keine Schuldzuweisung machen. Wir brauchen schnellstens Ergebnisse. Das ist der Hintergrund. Dort, wo es bei uns hakt, natürlich ist ein Widerstreit, wenn wir über Daten reden, was ist beim Justizministerium, beim Innenministerium, beim Wirtschaftsministerium, beim Verkehrsministerium. Aber das gibt es bei jedem politischen Thema, dass es eine Ressortabstimmung gibt. Aber trotzdem brauchen wir auch von der Industrie möglichst den Push, diese Themen. Also wir können keine Produkte entwickeln als Politiker. Ja. Ich kann weder einen Dieselmotor entwickeln, noch eine Mobilitätsplattform. So, sondern wir brauchen dann die Entwicklungen, die uns auf den Tisch gelegt werden und gesagt werden, so, und an der Stelle hakt es jetzt und da brauchen wir eine rechtliche Konkretisierung, weil sich halt die Lage beschleunigt hat in dieser digitalen Welt, hoppelt die Politik oft einmal an vielen Stellen hinterher, weil es einfach so schnell geht. Ja. Und jetzt müssen wir irgendwo den Schlüssel finden, wo wir für den Verkehrsminister geht das nicht, aber rechts überholen und einfach wieder in die Pace kommen. Ne? Im Koalitionsvertrag steht ja schon drin, bis zum Ende der Legislaturperiode werden wir die rechtlichen Voraussetzungen für vollautonome Fahrzeuge, also Stufe 5, mit geeigneten Infrastruktur schaffen. Was planen Sie da genau? Also was können wir wirklich jetzt schon in dieser Legislaturperiode dann auch sehen? Ja, das, was der Auftrag ist. Wir haben das einzigartige Testfeld der A9 zwischen München und Nürnberg. Ich habe jetzt ein großes Projekt gestartet für die LKWs, nämlich die elektronische Deichsel, das Platooning, wo wir allein 10-15% durch die Verringerung, durch Aerodynamik einsparen. Also das heißt, da wird es ganz neue Testfelder geben oder Projekte geben. Und wir werden jetzt vor allem die Aufgabe erfüllen. Wir haben die meisten Patente in Deutschland für autonomes Fahren. Und ich möchte schon, dass die vor allem in Deutschland dann wirklich zum Fliegen kommen und nicht woanders, weil man hier zu lange für Rechtsrahmen braucht. Deswegen, der Auftrag ist klar formuliert und den müssen wir auch erfüllen. Herr Berg, finden Sie, das Tempo, das Deutschland da an den Tag legt, ist schon genug oder muss noch mehr kommen? Zufriedenheit ist die gutartige Tochter der Lethargie. Ganz einfach. Und das ist der Punkt. Also man kann nicht schnell. Also das Thema Digitalisierung, exponentielle Entwicklung, keine lineare, das muss jeder verstehen. Das sieht man auch bei der Roboterentwicklung. Wenn man Boston Dynamics die neuesten Videos sieht, das ist ja eine unglaubliche Entwicklung in den letzten 2-3 Jahren. Wir müssen echt Gas geben. Die
die Voraussetzungen müssen geschaffen sein. Das Personenbeförderungsgesetz hatten Sie vorhin kurz angesprochen. Ganz klar, das ist von vorgestern, muss reformiert werden, um auch da das Mobilitätsthema hinzubekommen. Wir brauchen, wir haben ja mehrere Testfelder, jetzt Düsseldorf gibt es noch eins, RWTH Aachen gibt es auch noch was. Also das ist genau die Bereiche, es wirklich auszuprobieren, und wir müssen Zugriff auf Daten haben. Das heißt, wie soll ein autonomes Auto lernen zu fahren und zu erkennen, ob ein Kind auf die Straße läuft oder was im Auto passiert, wenn ich keine Daten habe? Ich muss viel mehr Möglichkeit haben, Daten zu haben. Da müssen wir noch darüber nachdenken, ob es eine Datenschutzgrundverordnung oder gleiches, ob das wirklich hilft. Aber ich glaube, da rennen wir hier offene Türen ein. Ja. Von daher ist das kein Thema. Aber das ist, glaube ich, das, was wir erkennen müssen. Also lassen wir Gas geben. Noch eine Abschlussfrage an Sie beide. Was glauben Sie, wer wird das Rennen der Zukunft machen, was Mobilität der Zukunft angeht? Sind es die klassischen Automobilhersteller? Sind es neue Player wie Tesla? Sind es die IT-Konzerne wie Google, Facebook? Was denken Sie? Was meint Herr Scheuer? Ja, Made in Germany setzt sich immer durch. Gut. Also ich rede jetzt da nicht über Tesla. Das ist auch so imagegetrieben. Ja? Glauben Sie nicht so vielen bunten Bildern, sondern wir als Deutsche haben einfach von Grund auf nicht gelernt, gut über unsere Dinge zu reden. Wir haben immer so, wir machen es und dann setzt sich schon Qualität durch. Wir müssen auch mal stärker außerhalb Deutschlands mit Selbstbewusstsein unterwegs sein. Also ich habe es wieder bei diesen deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, auch den deutsch-israelischen, gesehen. Da gibt es sehr viel Zusammenarbeit, aber wir gehen da eher so bescheiden dran. So als deutscher Ingenieur, der sich vor einem Bildschirm hinstellt und sagt, ja, das geht bei uns schon. Ja? Und wir müssen da selbstbewusster sein. Das ist sehr viel, was im Mobilitätssektor unterwegs ist, wer was kann und wer was entwickelt hat, momentan sehr imagegetrieben und sehr marketinggetrieben. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da dabei sind. Herr Berg, was meinen Sie? Möglicherweise Player, die wir heute noch gar nicht kennen? Ja, Innovationen entstehen immer an Branchengrenzen. Das heißt, die eigentlichen Unternehmen müssen einfach in der Lage sein, auch wirklich Innovationen ins Unternehmen zu lassen. Und nicht auf dem alten Motor hängen bleiben, sondern überlegen, was gibt es an neuen Technologien und so weiter. Und wir haben genug Innovationen, wir haben genug Start-ups hier, auch in Deutschland. Es gibt da keinen Sieger und Verlierer, es gibt einen schnellen und langsamen. Genau. Und warum in Gottes Namen, die Technologien haben wir, die Ideen haben wir, die Ingenieure haben wir. Was braucht man uns noch? Also Gas geben, egal wer es ist, aber derjenige, der jetzt schnell gute Lösungen bringt, autonomes Fahren bringt, gute Technologien bringt und den Kunden versteht, wird gewinnen. Gas geben, prima Schlusswort. Herr Scheuer, ich glaube, Sie müssen jetzt auch Gas geben. Ja. Dankeschön. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ja, Ihnen nur eine schöne Konferenz. Danke. Ja. Tschüss. Danke.